Das Lymphabflussgebiet vom Arm wird einmal in ein oberflächliches Lymphsystem eingeteilt und in ein tiefes Lymphsystem. Beide sind verbunden mit Perforanzgefäßen, sodass die Lymphe auch von der oberflächlichen in das Tiefe übertreten kann. Das oberflächliche Lymphsystem nimmt die Lymphe von der Haut auf. Die Lymphe von dem Großteil der Handfläche als auch von den Fingern werden auf Kollektoren auf der Handrückenseite gesammelt und laufen dann erstmal weiter in einem radialen und einem ulnaren Bereich vom Unterarm, schlingen sich ulnarseitig und radialseitig auf die Innenseite vom Unterarm, wie man das hier sieht, und verlaufen dann bis zur Höhe des Ellbogens. Es gibt noch ein drittes Territorium, das mediale Territorium, was einen Teil von der Innenfläche von der Hand aufnimmt und den mittleren Bereich vom Unterarm. Und auf Höhe des Ellbogens vereinigen sich alle drei Lymphgefäße zusammen und laufen dann in das Lymphabflussgebiet von dem medialen Territorium vom Oberarm. Dieses nimmt nicht nur die Lymphe vom gesamten Unterarm und der Hand auf, sondern auch die Haut von dem medialen Bereich des Oberarmes. Die mediale Seite vom Oberarm als auch die Rückseite vom Oberarm sowie die vordere Thoraxwand oberhalb vom Nabel als auch die Haut vom Rücken oberhalb vom Nabel verlaufen bis zu den Achsellymphknoten im dorsomedialen Territorium. Das dorsolaterale Territorium ist die laterale Seite von Oberarm und Schulter sowie die Rückseite von diesem Bereich. Die können jedoch direkt in die infraklavikulären Lymphknoten, eine Untergruppe der axillären Lymphknoten, verlaufen oder auch direkt in die supraklavikulären Lymphknoten. Die axillären Lymphknoten drainieren weiter in die infraklavikulären und von dort in die supraklavikulären Lymphknoten. Das heißt, es gibt insgesamt 6 Bereiche vom Arm, die relativ gut getrennt sind. Dann gibt es noch das tiefe Lymphsystem. In der Hand wird die Lymphe in einem tiefen und einem oberflächlichen Lymphbogen gesammelt, die mit den Arterien verlaufen. Danach drainiert es einmal in einen radialen Kollektor und in einen ulnaren Kollektor, welche beide mit der gleichnamigen Arterie weiterverlaufen und sich auf Höhe des Ellbogens zum Truncus lymphaticus vereinen. Dieser verläuft dann weiter mit der Arteria brachialis bis zu den axillären Lymphknoten.